Als nächste Soße für unsere Matjes machen wir eine Hausfrauensoße. Dafür brauchen wir wieder unsere Grundsoße, Schalotten in Scheiben geschnitten, Gewürzgurken, die schneiden wir auch gleich in Scheiben, Äpfel schälen und auch in Scheiben schneiden. Viel. So. Die Zwiebel, wie gesagt, in Scheiben schneiden. Dann haben wir einen Topf. Da geben wir ein bisschen Wasser hinein. Und in das Wasser, wenn es gleich kocht, geben wir unsere Zwiebel hinein. Währenddem schneiden wir die Gewürzgurken. Auch in Scheiben und dann noch in Streifen. Und dann schneiden wir noch den geschälten Apfel. Die Zwiebel geben wir, wie gesagt, in das kochende Wasser hinein. Schwenken die einmal kurz durch. Die brauchen wirklich nur ganz schnell mit kochendem Wasser überbrüht werden. Das heißt, kurz drin kochen, auf ein Sieb schütten, abkühlen lassen und fertig. Jetzt nehmen wir wieder 3 Löffel von der Grundsoße. Geben die geschnittenen Gewürzgurken hinein. Geben die Äpfel mit dazu. Und die Zwiebel geben wir auch dazu. Wenn wir die Matjes dann anrichten und die Soßen verteilen, dann geben wir auf die Hausfrauensoße noch geschnittenen Schnittlauch drüber. Den schneiden wir aber ganz frisch, damit er auch sein volles Aroma dann entwickeln kann.